Wir sind da jetzt vor dem Kühlregal und jetzt machen wir mal wirklich einen Preisvergleich. Ist Bio wirklich teurer im Verhältnis zu konventionellen Produkten? Schauen wir mal, wir haben da stehen, das ist ja natürlich Joghurt mit 3,6%. Wie man sieht, aus Österreich, rot-weiß-rote Fahne, kostet der halbe Liter 0,99. Jetzt rechnen wir zusammen, ein Liter Joghurt kostet also knapp unter 2 Euro. Jetzt vergleichen wir das mit unserem toll beworbenen Actimel. Schauen wir mal, Actimel aus Österreich ist nicht. Und was kostet das? Da lesen wir noch 2,99 Euro. Schauen wir mal, ist das dieselbe Menge? Nein, es sind nur 800 Gramm. 800 Gramm kosten also 3 Euro. Kilopreis ist auch drunter, 1 Kilo 3,74 Euro, 1 Kilo Bio-Joghurt 1,98 Euro. Also das ist fast die Hälfte, was 1 Kilo Bio-Joghurt kostet im Verhältnis zu 1 Kilo Danone Actimel. Jetzt müssen wir schauen, wo steht denn der Hinweis, wie das zu kennzeichnen und wo. Das ist da drinnen, ganz drinnen. Da steht dann, jetzt müssen wir schauen, hier steht Manufactured for and Distributed Poland, Warschau. Also ein polnisches Produkt ist es. Hier steht also der Hinweis polnisch. Und wo kann ich es noch finden? Ich finde es auch noch bei dem Hinweis direkt bei dem Haltbarkeitsdatum mit dem Kürzel PL für Polen. Also hier haben wir die Haltbarkeit. Das ist ein polnisches Produkt, konventionell und kein österreichisches Produkt. Also wir haben im Preisvergleich eindeutig ein Importprodukt, was fast doppelt so viel kostet wie das Bio-Produkt. Also wer sagt, dass Bio teurer ist, hat sich noch nie die Preise wirklich genau angeschaut und verglichen. Vor allem bei einigen Milchprodukten kann man wirklich sagen, ist es so, dass hier konventionelle Produkte deutlich teurer sind.